Hi, wir wollen in diesem Video reden heute über die Energiepreispauschale. 300 Euro gibt es ja im Rahmen des Steuerentlastungsgesetzes. Bleibt dran, wir werden euch in diesem Video mitteilen, wann es das Geld gibt, wer hat Anspruch auf das Geld und insbesondere auch näher darauf eingehen, ob Studenten und Rentner eine Möglichkeit haben, an das Geld heranzukommen. Ja, ich bin der Rechtsanwalt Thorsten Frühmark aus Rinteln. Ich bin zugleich auch Fachanwalt für Arbeitsrecht und Familienrecht. Ja, die meisten werden schon davon gehört haben. Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro im Rahmen des Steuerentlastungsgesetzes vom Gesetzgeber abgesegnet, also neben der Reduzierung der Spritpreise etc. vom Gesetzgeber eingeführt. Wir wollen auf die Grundlagen in diesem Video eingehen. Grundsätzlich soll diese Pauschale im September diesen Jahres ausgezahlt werden. Wer ist anspruchsberechtigt? Zunächst einmal Arbeitnehmer, die zum 1. September 2022 in einem Arbeitsverhältnis stehen, also einem aktuellen Dienstverhältnis. Dann nur diejenigen, die in Steuerklasse 1 bis 5 eingestuft sind und auch geringfügig Beschäftigte. Weiterhin anspruchsberechtigt sind auch diejenigen, die in der passiven Phase der Altersteilzeit sind. Die sollten also auch darauf achten, dass sie das Geld bekommen. Und auch Personen, die ausschließlich steuerfreien Arbeitslohn beziehen. Dann auch Beschäftigte in einem aktiven Dienstverhältnis mit Progressionsvorbehalt. Das heißt, das betrifft auch Beschäftigte in Elternzeit. Das heißt, Beispiel, eine junge Dame, die in Elternzeit ist, aber einen 450-Euro-Job hat, hat Anspruch auch eben auf diese 300 Euro, genauso wie übrigens auch Auszubildende. Dies vorweg. Ausgezahlt werden soll sie grundsätzlich im September, also mit dem Lohn für September. Bei den meisten wird das dann von Mitte September bis Ende September der Fall sein. Es kann bei ganz kleinen Betrieben auch vorkommen, dass erst im Oktober ausgezahlt wird. Das hängt damit zusammen, dass kleine Betriebe oft nur vierteljährlich die Lohnsteuer abführen und dann die Möglichkeit haben, erst in dem im Oktober diese Pauschale auszuzahlen. Ja, was ist eigentlich mit Minijobbern? Da wollen wir näher drauf eingehen. Auch Minijobber haben Anspruch auf diese 300 Euro, allerdings nur dann, wenn dieser Minijob ihr erstes Dienstverhältnis ist. Habe ich also ein Hauptarbeitsverhältnis, dann kriege ich das dort. Ansonsten muss es also, wie gesagt, das erste Dienstverhältnis sein und das muss der Arbeitgeber sich auch in der Regel bestätigen lassen, damit da kein Schmu betrieben wird. Probleme haben allerdings die Minijobber, für die keine Lohnsteueranmeldungen laufen. Das sind zum Beispiel Minijobs in Privathaushalten, Reinigungskräfte etc. und Babysitter. Die kriegen das Geld dann später nur über die eigene Steuererklärung. Also es muss dann eine Steuererklärung gemacht werden und man hat dann die Möglichkeit, diese 300 Euro zu bekommen. Wie sieht das bei Selbstständigen aus? Die Selbstständigen bekommen auch diese 300 Euro nicht ausgezahlt. Also ich habe meinen Bescheid schon bekommen. Mein Vorauszahlungsbescheid für die Einkommensteuer wurde dahingehend geändert, dass ich im dritten Quartal 300 Euro weniger Steuern abrappen muss. Ja, dann kurz die Frage, müssen die Arbeitgeber das eigentlich aus eigener Tasche bezahlen? Nein, natürlich nicht. Das heißt, man hat die Möglichkeit als Arbeitgeber die 300 Euro Zahlungen an alle Arbeitnehmer zu verrechnen mit der Einkommensteuervorauszahlung. Das kann man dann direkt abziehen von der Einkommensteuervorauszahlung und gegebenenfalls kann das ja sogar dazu führen, bei kleineren Betrieben, dass sich dann noch ein Erstattungsbetrag gegen das Finanzamt ergibt. Ja, was ist eigentlich mit Studenten und Rentnern? Das wurde viel in der Öffentlichkeit diskutiert. Vom Grundsatz her, wenn die nicht im Arbeitsverhältnis stehen, haben die auch keinen Anspruch auf eben diese Zahlung, da gibt es aber schon die Möglichkeit, dass man dann halt einen Minijob annimmt als Student oder auch als Rentner, um dann eben an diese Pauschale dran zu kommen. Es gibt da auch Meinungen, die sagen, es reicht, wenn ich einen Tag meine Enkelkinder oder so betreue und das als Minijob laufen lasse. Da ist die Frage, ob das Finanzamt das mitmacht, weil das natürlich schon stark danach riecht, dass man im Prinzip nur über diesen Umweg an diese Pauschale kommen will. Also das dürfte sich dann schon anbieten, vielleicht über einen gewissen längeren Zeitraum
Minijob auszuüben, wenn man denn sagt, diese 300 Euro sind mir sehr wichtig. Ja, wie sieht das aus? Ist das Ganze zu versteuern? Ja, das ist zu versteuern. Die 300 Euro muss der Arbeitnehmer versteuern. Das heißt, wer eine schlechte Steuerklasse hat, also zum Beispiel nur 1 versteuert, der wird dann schon großen Anteil davon abgeben müssen. Ja, noch eine Frage. Dieser Stichtag 1. September 2022, das ist in Wirklichkeit kein echter Stichtag und keine Anspruchsvoraussetzungen. Das heißt, nicht nur, wenn man Anfang September in einem Dienstverhältnis gestanden hat, dass man dann Anspruch hat eben auf diese 300 Euro, sondern es reicht aus, wenn ich im Jahr 2022 irgendwann diese Anspruchsvoraussetzungen, die ich vorhin mitgeteilt habe, erfüllt hat. Dann kriegt ihr das Geld natürlich nicht vom Arbeitnehmer, geht ja auch nicht, weil ihr nicht im Arbeitsverhältnis steht am 1.9., sondern müsst es euch dann über die Steuererklärung wiederholen oder eben verrechnen. Ja, kurz zusammengefasst, 300 Euro, meist im September und für alle die, die in einem Beschäftigungsverhältnis stehen und Studenten und Rentner können halt versuchen, auch über einen Minijob an diese Zahlungen heranzukommen. Das soll es gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Oder schenkt uns ein Abo, dann werdet ihr immer darüber informiert, wenn wir hier Neuigkeiten abfeuern. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss.